Hallo, du sparst bereits hunderte von Euro pro Jahr. Dank unserer Videos. Ab jetzt kannst du auch beim Kauf von Ersatz und Zubehörteilen sparen. Kauf einfach und versandkostenfrei. Über unsere App Mr. Auto. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die hinteren Stoßdämpfer an deinem Wagen zu wechseln, musst du den hinteren Teil anheben und die Räder entfernen, damit du ungehindert Zugang zum Federungssystem hast. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den hinteren Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial «Deinen Wagen sicher anheben» anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unters Auto zu schieben. Du kannst nun die hinteren Stoßdämpfer deines Wagens sehen. Entferne zunächst das Schutzplastik vom hinteren Radlauf, um den Zugang zu den Fixierungsschrauben des Stoßdämpfers zu erleichtern. Nimm dir dafür einen Steckschlüssel, eine Verlängerung, einen 10mm Einsatz sowie einen T25 Torx Einsatz zur Hand. Entferne Schrauben und Muttern und nimm dann das Schutzplastik ab. Mit einem 18er Maulschlüssel, einem Steckschlüssel und einem E18 Innentorx Einsatz löst du nun die innere Schraube des Stoßdämpfers. Beende das Abschrauben von Hand und entferne die Schraube. Immer noch mit dem Steckschlüssel, aber diesmal mit einer langen Verlängerung und einem E14 Innentorx-Einsatz löst und entfernst du die beiden oberen Halteschrauben. Du kannst nun den Stoßdämpfer entfernen. Auf der Werkbank kannst du nun deinen neuen Stoßdämpfer zusammenbauen und vorbereiten. Montiere den Schutzbalg auf das Schaumpolster und bring das Ganze an. Fette das Gewinde der Stoßdämpferstange ein und bringe die obere Stütze an. Achte dabei darauf, dass der Schaumpuffer einrastet. Bringe die Kontermutter an. Zum Anschrauben nimmst du einen gekröpften 14er Schlüssel und einen 5er Inbusschlüssel. Blockiere die Drehung der Stange mit dem Inbusschlüssel und schraube dann die Mutter mit dem 14er Schlüssel an. Der Stoßdämpfer ist nun einsatzbereit. Bevor du den Stoßdämpfer wieder einsetzt, fettest du die Halteschraube gut ein, um zukünftige Ausbauten zu erleichtern. Positioniere den Stoßdämpfer und bringe die oberen Befestigungsschrauben an. Nähere sie von Hand an, ohne sie festzuschrauben. So hast du noch Spielraum, um die untere Schraube anzubringen. Bringe dann die innere Schraube an, die du mit dem Steckschlüssel und dem E18 Innentorx-Einsatz befestigen kannst. Schraube nun die beiden oberen Schrauben mit einem Steckschlüssel, einer langen Verlängerung und einem E14 Innentorx-Einsatz an. Bring das Schutzplastik und alle Schrauben und Muttern wieder an und schraube sie an, ohne zu fest zu forcieren. Du kannst nun denselben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.
Du kannst dann die Räder wieder an deinem Wagen anbringen und dabei die Radbolzen gut einfetten. Stelle dein Auto wieder auf den Boden und blockiere die Räder gut. Vorgang beendet.